Herzlich willkommen zu einer neuen Shop-Vorstellung. Heute ist der erste Season 10 Shop. Mal gucken, was heute drin ist. Ich hoffe mal wieder die Skins, die jetzt in den Gamefiles gestern reingekommen sind. Aber ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen und gucken in den Item-Shop rein. Wir haben heute tatsächlich schon die ersten neuen Season 10 Skins. Und zwar passend zum Beast-Fahrzeug, dem neuen Roboter-Fahrzeug. Hier einmal in weiblich und männlich, beide Skins grün. Und sieht eigentlich ganz cool aus und passt immer doch perfekt zum Roboter. In einem hat so ein bisschen den Look so von Omega Carbide, so, also Season 4 Look, so ein bisschen mit Agenten auch so. Sieht nicht schlecht aus, wäre jetzt aber auch nicht mein Lieblingsskin. Dazu haben wir dann auch noch den Männchen-Skin. Den mag ich ein bisschen lieber tatsächlich. Aber ist jetzt auch nicht mein persönlicher Favorit. Und dann haben wir noch Roborandale als Spitzhacke. Hat einen coolen Sound. Hat eigentlich auch eine ganz coole Form. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ist auch nur eine grüne Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes den Araben-Skin wieder drin. Er war auch schon Ewigkeit nicht mehr drin im Shop. Sieht eigentlich ganz nice aus. Auch mit den lilanen Augen passt das alles. Dazu natürlich auch noch die weibliche Version, die sogar einen Contrail hat, das ziemlich cool eigentlich ist. In so einem lilanen Look eben halt auch. Und die Flügel sehen auch ziemlich cool aus und der Skin selbst gefällt mir auch. Dann haben wir noch den eisernen Schnabel, der hier drin auch so ein cooles Leuchten hat. Sieht auf jeden Fall nice aus. Und er hat auch einen coolen Sound so. Dazu passend gibt es dann noch einen Gleiter, und zwar den gefiederten Gleiter. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil es so ein Standardgleiter ist, dadurch ist ja nicht ganz so laut wie andere Gleiter. Und mit den Flügeln sieht es trotzdem ganz cool aus. Aber den Bombasto-Skin finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ist auch ein epischer Skin und ich finde, dafür hat er ein bisschen wenig. Als nächstes haben wir noch das Papierflugzeug. Ist eigentlich ein cooler Gleiter. Ist vor allem schön leise. Und jetzt auch nicht allzu groß. Und sieht eben halt auch ganz cool aus. So als Papierflugzeug einfach. Aber Endlos-Skin ganz so cool, das ist, wie ich finde. Als nächstes haben wir noch die Expertin. Ist eigentlich ein ganz netter Skin, wobei ich mich frage, warum der eigentlich blau ist, weil der genauso aussieht wie die meisten Grünskins. Trotzdem geht er vollkommen klar. Hat er dafür eben halt auch ein Backpack. Also passt eigentlich schon. Da haben wir noch den Sichelschläger. Finde ich jetzt nicht den besten. Die beste Spitzhacke, aber sie ist auf jeden Fall in Ordnung. Als letzten Emote haben wir dann noch Extraterrestrial. Den Emote mag ich jetzt auch nicht ganz so gern. Ist aber eigentlich ganz nett. Da kann man es nicht mehr verkaufen. Dann gucken wir jetzt nochmal in den Rette die Welt Shop, was sich dort im Event Shop verändert hat. Und der wöchentliche Shop, den hatte ich ja gestern schon vorgestellt, trotzdem können wir da auch nochmal vorbeigucken. Genau, das Spind ist hier jetzt auch neu und das neue Set hier, das neue Event, Roadtrip Event. Immer Super Elfen Lama drin, hätte ich nicht gekauft. Kommt sogar 1000 Tickets immer dafür. Sehen eigentlich ganz cool aus, die neuen Tickets. Sich noch aus diesem ja, Haus bin Superhelden und Lama ist aber eigentlich nicht das Beste. Deswegen der Trollschatz-Lama hätte ich euch nicht empfohlen. Ich hätte gewartet, bis neue Event-Lamas reinkommen. Und die hätte ich mir dann gekauft, weil es eigentlich immer so war, 2 Wochen am Anfang der Season kann man sozusagen erstmal sparen und Trollschatz-Lamas kaufen und danach kommen eben halt dann wieder die Event-Lamas. Dann haben wir heute den Cloaked Star drin. Ich weiß gar nicht, was der als oder ob dein Teamvorteil überhaupt mitbringt. Also der als Standvorteil hat, der wirft fächerförmig alle Wurfsterne auf einmal, fügt zusätzlich 1 Stern hinzu. Oder als Kommandantenvorteil 3 Sterne. Finde ich jetzt beides nicht wirklich gut und hätte ich jetzt nicht empfohlen für 3200 V-Bucks, weil die Wurfsterne jetzt auch nicht das beste Item sind. Aber die Super Shredder ist ein ganz cooles Scharfschützengewehr. Hat ja auch eine relativ hohe Reichweite, wobei für ein Scharfschützengewehr eigentlich relativ niedrig ist, aber im Prinzip eine Schrotflinte, die ein bisschen wie eine Sniper so ist.
Ist aber auf jeden Fall eine ganz gute Waffe. Aber noch die Terminator. Hätte ich euch nicht empfohlen. Finde ich jetzt nicht die beste Waffe. Marathon-Hype. Erhöht die Reichweite von Bullensturm um 2 Kacheln bzw. um 6 Kacheln. Finde ich, braucht man ehrlich gesagt nicht. Reicht auch so. Dann haben wir die Wandlichter. Die sind auf jeden Fall ganz gut. Wenn ihr die noch nicht habt, kann man die auf jeden Fall sehr gut in viele Fallentunnel einbauen. Und dann als nächstes haben wir noch den Scharfschützen. Wenn man legendären Verteidiger braucht für Heavy Sniper zum Beispiel, da können damit ja durch Wände schießen und alles. Das ist auf jeden Fall ganz nice dafür. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Seltene Skizze, epische Skizze lohnt sich weiß nicht. Und das, was ihr als allererstes kaufen solltet, ist der Überlebende. Der legendäre Überlebende. Es sei denn, ihr habt natürlich alle Überlebenden auf legendär mit euren Lieblingsperks. Dann braucht es natürlich nicht, aber sonst kauft euch das immer als allererstes. Dann habe ich hier drüben wieder epische Skizze, Kupfer, Holzhacke. Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut. Gibt, wie gesagt, Event-Skizzen oder Event-Waffen sind meistens besser. Dann haben wir den Scharfschützen. Auch als Verteidiger. Ist egal, ob er es hier oder da kauft. Dann haben wir ja die ganzen Kontoressourcen. Vor allen Dingen legendäre Kraftquellen. Sturmsplitter. Auge des Sturms, Blitz in der Flasche und Regentropfen sowie Vorteil fix. Lohnt sich alles. Das hätte ich euch definitiv empfohlen. Bei den epischen Kraftquellen finde ich immer, dass man die relativ selten braucht, weil man selten epische Skizzen aus dem Sammelalbum holt und dementsprechend braucht man das eben halt auch nicht. Oder man gradet eigentlich kaum blaue Waffen ab, weil die Event-Skizzen eigentlich auch immer nur episch sind. Aber Flinkfuß Ninja Ken ist ein blauer Held, braucht man ehrlich gesagt nicht. Vorteil plus selten, falls ihr irgendetwas auf blau upgraden müsst an Perks, könnt ihr euch das natürlich kaufen. Seltene Kraftquellen wieder unnötig. Auch unnötig. Wie gesagt, falls ihr etwas auf grün upgraden wollt, kauft euch das. Wandlichter, wie eben gerade schon gesagt, ist nice. Habe ich mir auch direkt gekauft, weil ich die noch nicht hatte. Und da ich das noch gestern gekauft habe, wo ja die Season 10 noch nicht raus war, also die Event-Gegenstände noch nicht geupdatet worden waren, waren die Wandlichter noch nicht da. Deshalb habe ich sie mir hier gekauft. Und dann noch Vorteil fix. Lohnt sich auf jeden Fall. Das war's dann mit dem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch für andere Videos hier auf dem Kanal sehen wollt, ob ich irgendwelche Tipps geben soll oder so. Und lasst doch auch gerne ein Abo da und ein Like, falls euch die Videos hier gefallen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.